Herzlich willkommen zurück zum Finale von The Elder Scrolls Online in Kluftspitze. Moment. Die sind woanders. Ich wollte gerade nach vorne stürmen. Wie sieht es aus, meine Freundin? Ist Verandis bereit, dass die Truppen auf die Unheilsklippe steigen? Verandis hat den Truppen befohlen, dass sie hier bleiben und unsere Flanken schützen sollen. Hier bleiben. Um ihnen den Ruhm zu verwehren, zu unserem Triumph beizutragen? Niemals! Sobald Verandis seinen Marsch zur Spitze der Unheilsklippe beginnt, begleiten wir ihn auf jedem Schritt dieses Weges. Verandis macht sich Sorgen, die Truppen Montclairs könnten sich in unseren Rücken neu formieren. Ich werde genug Soldaten zurücklassen, um unsere Flanken zu schützen. Aber unsere besten Soldaten kommen mit mir. Sag dem Grafen, dass wir mit ihm kommen. Ob er das nun will oder nicht. Das ist so ein dummer Arsch, ne, irgendwie. Okay. Glaubt ihr diesem Mann? Dass ich dachte, er sei schneidig und heldenhaft. Aber genug davon. Ihr seid nicht hier, um mein Privatleben zu diskutieren. Sagt mir, gibt es Neuigkeiten von Verandis? Können wir gegen Montclair marschieren? Verandis will, dass die Truppen hier bleiben und unsere Flanken schützen. Und als kleines Mädchen wollte ich einen Schoßgua, den ich mit hübschen Bändern schmücken und Penelope nennen kann. Aber wir bekommen nicht immer das, was wir wollen. Insbesondere im Krieg. Das Licht hat uns bis hierher geführt. Und es ist noch nicht fertig mit uns. Ihr werdet also nicht das tun, was Verandis will? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Der Graf ist ein unersetzlicher Verbündeter. Aber er leitet diese Expedition nicht. Meine Truppen haben uns gute Dienste geleistet. Sie verdienen es, diese Sache zu Ende zu bringen. Sagt dem Grafen, dass wir mit ihm in die Unheilsklippe gehen. Ich schätze, dann haben sie jetzt alle, die jetzt zurückbleiben werden, dem Tod geweiht. Ach ja, ich liebe es, wenn Leute die Befehle missachten. Ich meine, unsinnige Befehle, okay, aber ne? Mit dir muss ich sprechen, oder? Kehrt jetzt um und nehmt die anderen Sterblichen mit. Euer Fleisch und Blut ist zu zerbrechlich, um der Kraft des verfluchten Relikts zu widerstehen. Warum versucht ihr uns aufzuhalten, Geist? Wir wollen euch nur vor dem Schicksal bewahren, das uns vor so langer Zeit ereilte. Dieser Ort ist verflucht, befleckt von einer schrecklichen Macht, die verderbt und unrein geworden ist. Wir wollen nicht, dass ihr ihrer elenden Berührung erliegt. Erklärt euch, Geist. Als wir vor vielen Äonen in dieses Land kamen, führten wir ein mächtiges Relikt mit uns, das uns helfen sollte, die Wildnis zu zähmen und hier zu überleben. Das lichtlose Überbleibsel? Ursprünglich hieß es Latania, das Licht des Lebens. Geschaffen von unseren größten Zauberern, ließ es Pflanzen wachsen und heilte Krankheiten. Es half uns, Leben in diese öde Wildnis zu bringen. Was ist geschehen, dass sich das geändert hat? Wir wurden von den Wilden angegriffen, die hier vor uns lebten. Es war ein unerbittliches Ringen und viel Blut wurde vergossen. Auf beiden Seiten starben viele. Blut und Tod besudelten das Licht des Lebens. Das Relikt veränderte sich. Das Relikt wurde verflucht? Es wurde zu Abagandra, dem lichtlosen Überbleibsel, einem Leuchtfeuer des Todes. Noch dazu wurde die Verderbnis in ihm stärker, als der Vampir es berührte. Sie wurde noch mächtiger. Wenn das Relikt vernichtet wird, kann sich der Blutfluch ungehindert über dieses Land ausbreiten. Ja, ich schätze, das wird ein Problem werden. Verandis, wo bist du? Ich muss dir mal dringend was sagen. Verandis? Da. Tut das, was ich euch beigebracht habe. Die Macht des Überbleibsels wird euch in Versuchung führen. Ihr müsst stark genug sein, diesem Lockruf zu widerstehen. Ich bin bereit, das wisst ihr. Hört auf, mich wie einen Novizen zu behandeln, Verandis. Ich werde nicht versagen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr habt mich noch nie enttäuscht, Gwendis. Aber das Überbleibsel ist mächtiger, als ihr euch vorstellen könnt. Seid auf der Hut. Jetzt geht hinein. Ich bin gleich bei euch.
Ich hoffe, ihr habt mit Tamriht und Dorel gesprochen. Halten die Soldaten Wache am zweiten Portal? Tamriht und Dorel werden nicht warten. Sie wollen diese Sache bis zum Ende durchziehen. Diese Narren! Ich wünschte nur, ich hätte unseren Fehler schon erkannt, ehe wir so weit gekommen waren. Das hattet ihr schon zuvor erwähnt. Welchen Fehler haben wir gemacht? Ich habe nicht nachgedacht. Nicht erkannt, dass die Nähe zum Überbleibsel unser Untergang sein würde. Das Überbleibsel nähert sich von Leben. Es verschlingt es. Nicht nur werden Gwendis und ich anfällig für seine Verlockung sein, sondern die Soldaten. Sie sind einfach nur weitere Nahrung für den Blutfluch. Ich kann versuchen, sie zur Vernunft zu bringen. Nein, dafür ist es jetzt zu spät. Wir müssen weitermachen und hoffen, dass wir nicht von unserer eigenen Streitmacht übermannt werden. Doch falls einige von ihnen sich in Blutunholde verwandeln sollten, dann verspreche ich, ihr Leiden schnellstmöglich zu beenden. Ich dachte eigentlich, die kommen jetzt noch angelaufen, aber... An diesem Ort ist es passiert. Hier starb Layla und Montclair veränderte sich. Wo sind Montclairs Truppen? Ich war mir sicher, dass wir uns durch eine Horde Blutunholde kämpfen müssen, um hier durchzukommen. Montclair ist ein Stratege. Er wartet darauf, dass wir einen Fehler machen, den er ausnutzen kann. Ich fürchte, dass dieser Fehler nicht mehr lange auf sich warten lässt. Soldaten, verteilen! Ihr sichert hättet diese auf meine Kammer. Warnung hören sollen, Baron. Das hier ist kein Ort für euch. Ihr möchtet uns unseren Moment des Ruhms verwehren, Graf? Heute strahlt das Licht auf uns hernieder. Hier gibt es kein Licht, Gräfin. Nur Finsternis und Tod. Arkay, steh uns bei! Was ist denn das? Baron Montclair, er ist hier. Soldaten, auf mein Kommando! Seid willkommen, Verandis. Und wie ein guter Gast bringt ihr mir Geschenke, mit denen ich spiele. Erlaubt mir, eurer Armee meinen Segen zu erteilen. Genau das hatte ich befürchtet. Er hat unsere eigenen Truppen in Blutunholde verwandelt. Tja. Wie fühlt es sich an, wenn sich diejenigen gegen einen wenden, die man liebt, Verandis? Wie fühlt sich das an? Frau, meine Tochter, ihr habt mir alles genommen, was mir je lieb und teuer war, Verandis. Es tut mir leid, Villon. Das alles war nie so geplant. Meine Tochter hat euch geliebt, Lerandis. Sie hat euch geliebt! Das Überbleibsel. Die Macht. Sie hat Liraya in den Wahnsinn getrieben. Sind das da riesige Skelette? Nein, die sehen nur so aus. Eigentlich sind das ganz harmlose Bürger. Ein bisschen brauchen, bis sie tot sind. Ihr seid stark geworden, Verandis. Eure Verbündeten schenken euch Kraft. Kommt raus und stellt euch, ihr Feigling! Ihr könnt euch nicht ewig vor uns verstecken! Villon, bitte! Wir können einen Weg finden, euch von dieser Macht zu befreien. Und was bringt das, mein alter Freund? Meine Frau ist tot. Meine Tochter habt ihr eigenhändig ermordet. Was bleibt mir denn noch außer dieser Macht? Ich glaube, ich lasse euch lieber meinen Schmerz spüren. Meine Qualen! Ihr sollt am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man alles verliert, was einem lieb ist. Nein, Montclair! Beendet diesen Wahnsinn! Kommt, Gwendis, ihr seht hungrig aus. Lasst mich euch ein Festmahl bereiten, das meiner neuen Königin würdig ist. Nein, Montclair! Bitte! Vor allem, wo ist Gwendis? Ich sehe sie gar nicht mehr. Ich hätte niemals alle herbringen sollen. Ich hätte das selbst regeln sollen. Ihr seid auch in Gefahr. Montclair wird versuchen, euch gegen mich zu verwenden. Wo hat er die anderen hingebracht? Montclair hat die Kammer mit dem Überbleibsel nie verlassen. Er war in der Lage, uns über eine Projektion zu besiegen. Ich gehe davon aus, dass er Gwendis und die anderen an seine Seite teleportiert hat. Wie halten wir Montclair denn nun auf? Ich bin immer noch mit demjenigen verbunden, der mich in einen Vampir verwandelt hat. Bei ihm finden wir die Lösung unseres Problems. Wenn wir Montclair besiegen wollen, müsst ihr mir ein letztes Mal vertrauen. Ich werde euch nicht verraten. Okay, derjenige, der euch in einen Vampir verwandelt hat? Wir können später noch darüber reden. Fürs Erste müssen wir Gwendis erreichen, ehe das Überbleibsel sie der Verderbnis anheimfallen lässt und sie sich von den anderen nähert.
Macht euch auf den Weg nach oben. Ich folge euch auf dem Fuße. Lasst uns gehen und nach Gwendis und den anderen suchen. Ich kann sie spüren. Gwendis, Tamrit und Orel sind noch am Leben. Aber ich spüre auch Gwendis Hunger. Sie wird sich nicht mehr lange im Zaum halten können. Wir müssen dafür gewappnet sein, wirklich alles zu tun, was nötig ist. Nehmen wir es in Angriff. Nein, ich werde Gwendis nicht umbringen. Ich meine, auch die sieht man auch woanders dann nochmal. Muss ich da entscheiden? Ich will nicht entscheiden. Ich will jetzt keine Entscheidungsquest haben. Seid auf der Hut. Montclair wird alles in seiner Macht Stehende tun, um uns aufzuhalten. Ja, aber was ist seine sogenannte Macht? Wenn dies etwas zugestoßen ist oder einem unserer Freunde, dann hat er keine Gnade zu erwarten. Ich höre sie schreien. Du musst dich beeilen. Der Randis? Hallo? Kommst du auch mal? Och, dein Ernst? Du wirst hier gestellt von Gegnern oder was? Wieso greifst du die denn nicht an? Nicht mehr weit. Ich spüre, dass Gwendis in der Nähe ist. Ja, der steht da oben. Jetzt mach hinne. Gwendis? Was hat er euch angetan? Verandis, helft mir! Bitte helft mir! Ihr Blut, es riecht so gut! Diese Fesseln, sie können mich nicht mehr lange halten! Ihr müsst euch beherrschen, Gwendis! Wir finden eine Möglichkeit, euch dort rauszuholen! Zeigt euch, Villon! Sagt mir, was ihr wollt! Verdammt nochmal, Montclair! Antwortet mir! Tut mir leid, meine Freundin, aber offenbar müssen wir Montclairs Spiel spielen, um die anderen zu befreien. Ja, bin ich damit gemeint. Sprecht mit Verandis. Ich dachte, da kommt noch was. Wenn wir Gwendis nicht bald dort rausholen, werden die Fesseln brechen und sie wird die Adligen verspeisen. Was ist hier los? Montclair nutzt einen Blutzauber, um Gwendis und die anderen gefangen zu halten. Das Überbleibsel. Die Nähe zu ihm stachelt Gwendis Hunger an. Ihr Verlangen, sich zu nähren, ist stärker als je zuvor. Was ist mit diesen Statuen? Was hat es damit auf sich? Er setzt aileidische Magie ein, um die Macht des Schutzzaubers zu mehren. Ich werde mein Bestes geben, um ihn aufzuheben. Aber ich befürchte, dass wir die Statuen zerstören müssen, wenn ich dabei Erfolg haben will. Ihr müsst mich beschützen, während ich versuche, den Zauber unschädlich zu machen. Beschützen? Wovor? Montclair wird zuschlagen, während ich abgelenkt bin. Ihr müsst für meine Sicherheit sorgen. Oder wir schaffen es nie rechtzeitig zu Gwendis. Eine Sache noch. Achtet auf eine Gelegenheit, um die Statuen zu zerstören. Solange sie den Schutzzauber mit Energie versorgen, werden meine Bemühungen weniger fruchten. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Dann möge das Glück uns beiden hold sein. Dauert ja noch was, bis sie da sind. Die Frage ist, kommen die nur von da oder... Oh. Hallo? Ich wollte gerade sagen, wie oft muss man auf den drauf schießen? Verandis, beeilt euch! Bastian. Sehr schön. La la la, wie viele Phasen gibt es denn noch davon? Warte mal. Komm her, komm her, komm her. Ah! Ich hab's geahnt. Basti, lass das. Der muss noch hier kommen. Nein, ich kann ihn nicht. Oh. Ich
Kann den hier nicht rausmachen. Wieso kann ich den hier nicht rausmachen? Komm zu mir! Dummer Idiot! Moment, wo sind die? Dann machen wir die erstmal noch und dann hoffe ich, dass der zu mir kommt. So, komm mal her, Basti. Komm. Bisschen weiter weg. Komm. Schön hier bleiben. Genau, und du versuchst jetzt hier. Tada! Jetzt kannst du ihn schnappen, Basti. Da haben wir die Statue nämlich weggemacht. Nö. Ach, scheiße. Ach, da waren noch zwei. Nein. Die habe ich gar nicht gesehen. Komm mal her, Basti. Komm mal hier direkt in die Ecke. Komm. Ich kann ihn jetzt wieder nicht wegmachen. Ne? Da müssen wir noch mal eine Phase machen. So. Kriegt er den kaputt? Ja. Nein, nicht Basti. Komm her. So ist brav. Die Macht wird schwächer. Alles in Ordnung mit euch, Gwendis? Ich habe es geschafft. Ich habe mich beherrscht. Ich habe nichts getrunken. Moment, was ist mit den Adligen passiert? Trügen mich da meine Erinnerungen? Denen geht es gut. Sie sind nur bewusstlos. Ich bin stolz darauf, wie ihr euch im Griff hattet, Gwendis. Was ist hier los? Geht es der Gräfin gut? Verdammt, Darien, macht langsamer! Wartet auf mich, ihr langbeiniger Mistkerl! Dem Baron und der Gräfin geht es gut. Aber ihr beide kommt gerade rechtzeitig, um sie in Sicherheit zu bringen. Wir sollen sie raustragen? Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Wir wollten doch gegen Montclair helfen. Unser letzter guter Kampf ist mindestens, naja, schon ein paar Minuten her. Nein, Darien. Dieser Kampf ist keiner, den ihr und Skordo gewinnen könnt. Überlasst Montclair uns. Aber... Gut, wenn ihr meint. Aber beim nächsten Möchtegern Welteroberer, der uns über den Weg läuft, darf ich mithelfen. Abgemacht? Wie ihr wünscht, tapferer Darien, wie ihr wünscht. Und jetzt, meine Freundin, ist die Zeit gekommen, Montclair entgegenzutreten. Darien, reicht es nicht, dass wir Mulag Baal vertrieben haben? Also ehrlich. Kluftspitze braucht Tamrit und Orel. Sie dürfen hier nicht sterben. Ich muss sie in Sicherheit bringen, bevor ich euch beistehen kann. Ich dachte, Skordo und Darien würden sich darum kümmern. Das werden sie auch. Mit meiner Hilfe. Außerdem kann ich mich Montclair jetzt noch nicht stellen. Ich habe noch Vorbereitungen zu treffen, um unseren Erfolg zu sichern. Doch die Zeit drängt und ihr müsst Montclair ablenken, um mir die nötige Zeit zu verschaffen, die ich für meine Vorbereitungen brauche. Ich verstehe nicht. Falls Montclair stirbt, solange er noch mit dem Überbleibsel verbunden ist, wird das Relikt vernichtet und sein Fluch ereilt Kluftspitze. Niemand wäre mehr vor der Blutunholdseuche sicher. Wir müssen Montclair aufhalten. Aber wir müssen es auf eine Weise schaffen, die Kluftspitze nicht zum Untergang verdammt. Und wie machen wir das? Und das, meine Freundin, ist genau das Problem, das ich erst noch lösen muss. Und während ich das tue, müsst ihr Montclair beschäftigt halten. Ihr habt schon mehr getan, als ich mir jemals erhofft hätte. Und ich bin stolz, an eurer Seite gekämpft zu haben. Und jetzt geht. Wir haben beide noch Arbeit vor uns. Ja, das klingt irgendwie so nach Abschied. Das klingt gar nicht gut. Aber er kommt ja gleich wieder, hat er gesagt. Also darauf verlassen wir uns. So, einmal zur Spitze. Montclair, du räudiger Bastard. Wo bist du, Feigling? Hallo? Oh. Da ist er. Lass dich! Ihr werdet dafür büßen, das Leben meiner Tochter genommen zu haben! Das Überbleibsel und dieser sterbliche... Ihr habt mir ein Ende gesetzt. Aber damit auch das von Kluftspitze besiegelt. Lasst die Macht des Überbleibsel... Das Überbleibsel. Ups. Es zerbricht. Ihr habt es geschafft. Die Macht droht freizubrechen. Ich kann sie spüren. Ich könnte sie in mich aufnehmen, stärker werden, als ich mir je hätte träumen lassen. Verandis? Die Zeit ist gegen uns, meine Freundin. Ich muss das Überbleibsel von ihr entfernen, ehe es zu spät ist. Ich hätte gern, dass ihr zuerst etwas für mich tut. Was benötigt ihr? Adusa,
meine älteste und engste Verbündete. Sagt ihr, dass das Haus Rabenwacht nun ihres ist. Sie muss unser Werk fortführen. Sie muss Gwendys weiter ausbilden. Und alle anderen, die ihre Hilfe brauchen. Ich verstehe nicht. Warum redet ihr so? Weil ich dieses Relikt aus diesem Reich herausbringen muss. Es muss an einen Ort, wo es keinen Schaden anrichten kann. Ich bin einen Handel mit meinem Meister eingegangen. Molag Bal hat eingewilligt, mich und das Relikt nach Kalthafen zu holen. Ihr gebt Molag Bal das lichtlose Überbleibsel? Das ist der einzige Weg, um sicherzugehen, dass Kluftspitze gerettet wird. Molag Bal wird das Relikt in sein Reich holen. Kluftspitze und mit ihm ganz Nirn werden sicher sein. Es muss einen anderen Weg geben. Der Handel wurde bereits eingegangen. Wir müssen uns an ihn halten oder zulassen, dass sich alle in genau jene Unholde verwandeln, vor denen wir sie so unbedingt retten wollten. Es gibt keinen anderen Weg. Sagt Wendys, dass ich sie vermissen werde. Sie war immer so voller Leben. Lebt wohl, meine Freundin. Nein, Verandis, nein! Ihr habt also die Zerstörung der Unheilsklippe überlebt? Das ist bemerkenswert. Ich meine, ich habe euch ein paar erstaunliche Dinge tun sehen. Ich werde niemals unsere Abenteuer in Glen Umbra vergessen. Aber aus einem eingestürzten Berg zu wandern? Das ist wirklich beeindruckend. Echt? Beeindruckender als Molag Bal zu schlagen? Verandis hat mich im letzten Moment in Sicherheit teleportiert. Dieser Gag von einem Vampir hat es am Ende tatsächlich geschafft. Er war ein guter Mann. Für einen Vampir, meine ich. Wir haben den Sieg davongetragen und nur darum geht es. Die Bewohner von Kluftspitze sind jetzt sicher. Ich merke schon, dass ihr es geschafft habt, alle nach draußen zu bringen. Gerade so. Wir haben es nach draußen geschafft, kurz bevor dieser ganze verdammte Berg in sich zusammenstürzte. Ich weiß immer noch nicht, welche Art von Magie ihr dort oben eingesetzt habt, um Montclair zu besiegen. Aber erinnert mich bitte daran, euch nie auf die Füße zu treten. Wir sollten zurück nach Schornheim gehen. Bevor ihr geht, müsst ihr mit Gwendys sprechen. Sie nimmt das alles nicht gut auf. Ich habe sogar versucht, mein trauriges Gesicht zu machen. Meistens klappt das auch, aber sie hätte mir fast den Kopf abgerissen. Sei's drum. Wir sehen uns in Schornheim wieder. Ja, ehrlich gesagt kann ich das gut nachempfinden, dass sie ihm fast den Kopf dafür abgerissen hätte. Weil sein trauriges Gesicht, naja. Er ist wirklich weg, nicht wahr? Der mächtige Verandis. Ich hasse das. Ich hasse es wirklich. Er hat sich selbst geopfert, um uns alle zu retten. Geopfert? Er ist tot? Was meint ihr damit, dass er sich geopfert hat? Er hat das lichtlose Überbleibsel mit nach Kalthafen genommen. Es war die einzige Möglichkeit. Nein, warum habt ihr ihn das tun lassen? Wisst ihr, wie sehr er darum bemüht war, möglichst viel Abstand zwischen sich und dem Fürsten zu halten? Falls Verandis noch lebt, dann wird der Fürst ihn nicht so leicht aufgeben. Aber warum hat er mich hier zurückgelassen? Ich hätte mit ihm gehen sollen. Verandis hätte das nicht gewollt. Woher wisst ihr, was er gewollt hat? Er hat mir alles bedeutet. Warum hat er mir nicht gesagt, was er vorhat? Warum hat er sich nicht von mir helfen lassen? Er hat getan, was er sich vorgenommen hat. Er hat Kluftspitze gerettet. Uns gerettet? Es fühlt sich nicht so an, als ob ich gerettet worden wäre. Doch Verandis trug immer eine schwere Last auf den Schultern. Vielleicht ist ihm diese nun genommen worden. Ich kann es nur hoffen, nicht wahr? Verandis hätte nicht gewollt, dass ihr euch auch noch opfert. Woher wisst ihr, was er gewollt hat? Er hat mir alles bedeutet. Warum hat er mir nicht gerettet? Okay, also da kommen wir wieder auf die gleiche. Es fühlt sich nicht so an, als ob ich gerettet worden wäre. Doch Verandis trug immer eine schwere Last auf den Schultern. Vielleicht ist ihm diese nun genommen worden. Ich kann es nur hoffen, nicht wahr? Es ist an der Zeit zu gehen, Gwendis. Aber nehmt den hier, bevor wir aufbrechen. Verandis hat ihn mir gegeben. Aber ich kann ihn nicht behalten. Ihr habt ihm so viel geholfen. Ihr solltet ihn bekommen. Ihr habt dem Mann geholfen, der mir am Herzen lag. Dem Mann, den ich liebte. Und ihr habt ihm bis ganz zum Schluss beigestanden. Der hier gehört euch. Und wir haben einen erfüllten Flammenstab vom Vampirumhang erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Ich brauche ein wenig Zeit, um mich zu verabschieden. Sorgt euch nicht um mich. Ich mache nichts Dummes. Ich verspreche es. Aber ihr müsst zurück nach Schornhelm.
Ohne Verandis brauchen sie eure Hilfe, um herauszufinden, wie es weitergeht. Was meint ihr? All das konnte nur geschehen, weil Kluftspitze keinen echten Anführer hat. Wenn sich das nicht ändert, wird es nicht lange dauern, bis die ganze Region erneut im Chaos versinkt. Wenigstens sagte das Verandis immer. Und was ist mit euch? Ich werde meinen Weg finden. Verandis war ein guter Lehrmeister. Und Adusa ist zurück im Herrenhaus. Sie wird mir Gesellschaft leisten. Es wird alles wieder in Ordnung kommen. Es wird nur etwas Zeit brauchen. Nun geht, verschwindet von hier und beratet den Großkönig bei der Auswahl eines Herrschers für Kluftspitze. Ich bin auf dem Weg nach Schornhelm. Ja, und ich würde sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir in dieser Folge schon mit ihm reden sollen oder ob das relativ schnell geht, aber ich denke, ich gehe mal rüber. Wo sind wir denn hier? Moment. Da hinten rechts müssen wir hin. Also, hier rechts rum. Dann mal kurz den Wegschrein freilegen. Den haben wir nämlich auch noch nicht. Und dann hier durch. Ah ja, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Holt mal tiefe Luft. Diese Luft riecht nach Sieg. Nach Sieg, ja. Das ist richtig. Hier sieht es auch so aus, als ob wir gerade sehr siegreich sind. Großkönig Emmerich. Soweit, so gut. Baron Montclair ist tot und das verdammte Artefakt wurde zerstört. Ja, ihr könnt euch wirklich auf die Schulter klopfen. Ihr habt Kluftspitze gerettet und das ist keine kleine Sache. Aber ihr wisst, dass ich dadurch in der Zwickmühle stecke, nicht wahr? Wo liegt das Problem? Nun, ich kann wohl nicht weiterhin so tun, als könnten sich die Adligen den Thron teilen. Jeder weiß, dass ich in dieser Hinsicht einen kolossalen Fehler begangen habe. Ich werde jemanden krönen müssen. Zum König oder zur Königin von Schornhelm. Zu jemandem, der in Kluftspitze das Zepter führt. Meint ihr nicht auch? Es sieht so aus, als würden das die Einheimischen erwarten. Genau. Also muss ich mich entscheiden. Gräfin Tamrit oder Baron Dorell. Ehrlich gesagt würde ich euren Rat zu schätzen wissen, da ihr an der Seite von beiden gekämpft habt. Sprecht mit ihnen, wenn ihr wollt. Denkt gut darüber nach und gebt mir dann eure Empfehlung. Ah, ich hasse es, zumal ich mich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Wir haben viel hinter uns, um diesen Punkt zu erreichen. Wir haben einen Kampf für jede Seele in Kluftspitze gewonnen. Jetzt kommt die Verantwortung, das Königreich wieder aufzubauen. Ich hoffe, dass Großkönig Emmerich mir die Möglichkeit gibt, uns durch die vor uns liegenden Schwierigkeiten zu lenken. Glaubt ihr, dass der Großkönig euch zum König von Schornhelm krönen sollte? Ja, das tue ich. Inzwischen respektiere ich Gräfin Tamrit. Sie ist eine kluge, junge Frau. Doch sie ist nicht dazu geeignet, über das Königreich zu herrschen. In den kommenden Zeiten braucht es ein entschlossenes Durchgreifen und eine feste Hand. Das wisst ihr ebenso gut wie ich. Das macht mich zum idealen Thronanwärter. Ja, das Problem ist, dass er natürlich auch immer direkt in den Kampf reinrennt, ne? So wie ich mich erinnern kann. Was wäre euer nächstes Ziel als König? Euer erstes Ziel? Das Wichtigste zuerst. Wir müssen unsere Verteidigung wieder aufbauen. Die Schornhelmwache hat in diesem Bürgerkrieg schwere Verluste hingenommen. Und wir müssen hunderte von jungen Männern und Frauen anwerben, um zu alter Stärke zurückzufinden. Es ist ein Wunder, dass wir überlebt und über Montclair triumphiert haben. Und das liegt zu keinem geringen Teil an meiner Herrschaft. Möge Arkay dem Großkönig die Weisheit gewähren, zu erkennen, dass ich die beste Wahl für die Herrschaft über Kluftspitze bin. Das klang jetzt ziemlich arrogant, ehrlich gesagt. Glaubt ihr, dass der Großkönig euch zur Königin von Schornhelm krönen sollte? Ja, das tue ich. Baron Dorell ist ein guter Mann, aber seine Hitzköpfigkeit und sein Drang zu überstürztem Handeln bergen Gefahren. Schornhelm hatte in seiner Geschichte schon genug ungestüme Herrscher. Wir brauchen einen geduldigen Herrscher, dem das Wohl seines Volkes am Herzen liegt. Was wäre euer erstes Ziel, wenn ihr zur Königin gekrönt werden würdet? Den Menschen von Kluftspitze dabei zu helfen, sich zu erholen. So viele Untertanen des Königreichs wurden obdachlos. So viele von ihnen haben Angehörige verloren.
Wir müssen tun, was wir nur können, um das Vertrauen der Leute zurückzugewinnen und ihrem Leben zumindest wieder den Anschein eines gewohnten Gangs zu geben. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Also auf der einen Seite stimme ich dem zu, dass er halt sehr stürmisch ist und das finde ich auch sehr negativ. Aber es ist nicht ganz unrichtig, dass man Verteidigung wieder aufbauen sollte. Andererseits, naja, es ist so, entweder schlägt jetzt direkt wieder einer zu, weil man gehört hat, dass sie gerade jetzt geschwächt sind. Das kann natürlich auch passieren. Oder eben, es passiert nicht. Und die haben halt noch ein bisschen. Das wäre, würde dann für sie sprechen, weil sie sich, und das finde ich sehr positiv, halt um die Bewohner wirklich kümmern möchte und nicht einfach irgendwelche Leute rekrutieren möchte. Und ich habe absolut keine Ahnung, wen von beiden ich wählen soll. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt, meine Freundin. Es warten auch nur der Großkönig und das gesamte Königreich von Kluftspitze auf euch. Okay, dann gehe ich nochmal und denke nochmal drüber nach. Ich bin bereit, euch meine Empfehlung zu geben. Gut. Obwohl ich wirklich hoffe, dass ihr die Sache ausreichend bedacht habt. Das ist schließlich etwas anderes, als sich morgens eine Tunika auszusuchen. Euer Wort wird sich auf viele Schicksale und die Zukunft des ganzen Dolchsturzbündnisses auswirken. Also verratet es mir. Haus Tamriit oder Haus Dorell? Scheiße. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich meine, ich stimme ihr zu, dass er sehr ungestüm ist. Und das ist keine gute Sache. Und dadurch verliert man eben auch sehr schnell sehr viele Männer. Diese Gefahr ist jetzt auch erstmal gebannt. Aber das Problem ist halt, die befinden sich ja trotzdem alle immer noch ständig im Krieg. Ne? Also solange da kein wahres One Tamriel kommt, sage ich jetzt mal. Nach dem Motto, alle zusammen gegen Molag Bal. Ist es natürlich schwierig und sie ist so, ist ja alles so schön da mit ihrer Göttin des Lichts oder was sie da immer sagt, so das Licht möge uns leiten und so, ist alles toll, aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, sie hat recht, die haben schon viele ungestüme Leute gehabt und es wäre vielleicht besser, wenn man mal den Kurs ändern würde und mal jemanden kriegen würde, der nicht so ungestüm ist. Andererseits, ich weiß es echt nicht. Also ich meine, ich habe früher sie genommen, keine Ahnung, ich denke aber, ihn mochte ich von Anfang an nicht, bin ich ganz ehrlich. Er sollte sich von ihr beraten lassen. Oder sie sollte herrschen und sie sollte sich von ihm so ein bisschen beraten lassen, was auch die Armee betrifft. Das würde ich jetzt sogar noch besser finden. Aber er ist ja eher so der Besonnene, sag ich mal. Und er ist ja mit denen verbandelt, sag ich mal. Also er, das soll ja seine Vertretung sein. Ich denke, dass er wahrscheinlich die Gräfin besser finden würde, weil sie das Ganze ruhiger angeht und halt sich auch ums Volk kümmert. Und ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Sie ist noch sehr jung. Aber womöglich bedeutet das auch, dass sie dringend nötige Veränderungen einläuten wird. Nun gut. Wenn das euer Rat ist, dann werde ich Gräfin Tamriit zur Königin von Schornhelm machen. Aber seid ihr sicher, dass sie die beste Wahl ist? Nee, absolut nicht. Aber wir nehmen sie jetzt einfach mal. Wir ziehen das jetzt durch. Dann soll es die kluge, junge Gräfin Tamriit sein. Ich kenne sie als bescheidene, gründliche Denkerin, mit einem Verstand so scharf wie die Klinge des besten Assassinen. Ich bin mir sicher, sie wird eine mutige Königin sein. Königin Eselt von Schornhelm. Das hat sogar einen schönen Klang. Ich glaube, Königin Eselt wird eine hervorragende Herrscherin. Dann ist es beschlossene Sache. Vielen Dank für euren Rat. Sowohl Königin Eselt als auch ich stehen in eurer Schuld.
Nach allem, was ihr getan habt, könnte keine Belohnung meiner Dankbarkeit angemessen Ausdruck verleihen. Aber bitte nehmt dieses Geschenk an. Ich würde mich schuldig fühlen, wenn ich euch gar nichts gäbe. Und wir haben einen kräftigenden Ring bekommen. Vielen Dank, mein König. Den werde ich gut verwerten können. Wenn ich kurz um Aufmerksamkeit bitten dürfte. Ich habe mich entschieden, eine neue Königin von Schornhelm zu krönen. Könnte ich ein paar Worte mit der neuen besten Freundin meines Gatten wechseln? Tretet vor, Eseld Tamrit. Ich ernenne euer Haus hiermit zum neuen Königshaus von Schornhelm. Ich gebe euch meinen Eid, eure Hoheit. Ich werde das Königreich von Schornhelm mit Weisheit und Ehre führen. Und ich schwöre euch und dem Dolchsturzbündnis meine ewige Treue. Bewohner von Kluftspitze, jubelt eurem neuen Herrscher zu. Ja, er ist nicht so begeistert. Und sie sagt nichts mehr. Ich dachte, sie sagt jetzt noch irgendwas, aber anscheinend nicht. Was möchtest du denn bitte? Ich hoffe, es ist nur was Kurzes. Heute ist ein großer Tag für Kluftspitze. Obwohl ich fürchte, dass die Königreiche im Bündnis nicht ganz so viel Glück haben werden. Ich weiß, dass mein Ehemann euch als seinen Champion ansieht. Aber ich frage mich, ob ihr willens seid, auch seiner Königin zu helfen. Natürlich, Euer Majestät. Wie kann ich helfen? Ich habe beunruhigende Nachrichten aus Schildwacht gehört. Gerüchteweise sollen Feinde aus der Vergangenheit meines Vaters zurückgekehrt sein. Ich habe ihm natürlich sofort geschrieben. Doch wie wir alle wissen, antwortet König Faharajat manchmal etwas langsam. Trotzdem fürchte ich um seine Sicherheit. Wer sind diese Feinde aus der Vergangenheit von König Faharajat? Nekromanten. Ihresgleichen wurde in der Alikre-Wüste seit Jahren nicht mehr gesehen. Doch das macht sie nur umso gefährlicher. Wenn ihr nach Schildwacht gehen und sicherstellen könntet, dass dort alles in Ordnung ist, wäre mir das eine Erleichterung. Ich habe die nötigen Reisevorbereitungen schon getroffen, falls ihr dazu bereit seid. Natürlich. Sagt mir einfach, wo ich hingehen soll. Sucht nach einem Schiff namens Morgentrunk jenseits des Strandes von Nordspitz. Der erste Maat, Elvira Derr, sollte an den Docks auf euch warten und bereit sein, nach Schildwacht aufzubrechen. Wenn ihr dort ankommt, sorgt einfach dafür, dass die Stadt sicher ist. Besucht meinen Vater nur, wenn ihr wollt. Okay, dann bleibe ich hier. Nein. Kann ich euch eine Frage stellen, bevor ich gehe? Natürlich. Ich bin schon erleichtert, weil ich weiß, dass ihr bald losziehen werdet. Falls es dort wirklich Ärger gibt, dann wird mein Vater Hilfe gut gebrauchen können. Auch wenn er sie vielleicht nicht haben will. Es tut mir leid, ich schweife ab. Ihr sagtet, ihr hättet eine Frage. Eigentlich sieht so aus, als ob ich drei Fragen habe. Könnt ihr mir noch mehr über die Nekromanten erzählen? Als ich noch sehr jung war, gab es einen Nekromanten, Sutura. Er hat eine Armee von Toten erhoben und marschierte gen Schildwacht. Obwohl das Volk nicht gegen die Toten kämpfen wollte, hat mein Vater die Schlacht dennoch irgendwie gewonnen. Falls Sutura aber jemals zurückkehren sollte, dann wäre das wirklich schrecklich. Das Volk der Alika-Wüste kämpft nicht gegen Untote? Nein, es ist eine Frage des Glaubens. Unser Volk glaubt, dass jede Schändung der Toten, selbst wenn sie sich als Untote erhoben haben, eine schreckliche Schande darstellt. Deshalb wäre ein Nekromant in Schildwacht etwas ungemein Schlimmes. Und darum mache ich mir Sorgen um die Sicherheit meines Vaters. Macht sich König Emmerich denn keine Sorgen darum, dass Schildwacht bedroht sein könnte? Mein Gatte hat viele bewundernswerte Eigenschaften und eine von ihnen ist sein unerschütterlicher Optimismus. Er greift meistens erst dann ein, wenn er die Bestätigung erhält, dass es tatsächlich ein Problem gibt. Wie ich schon sagte, habe ich nur Gerüchte über Probleme in Alikre gehört. Hoffentlich ist an ihnen nichts dran. Ursprünglich stammt ihr aus der Alika-Wüste? Natürlich. Mein Vater ist König Faharajat. Mein Bruder Azar, meine Schwester Lakana und ich wuchsen in Schildwacht auf. Dann sagte mir mein Vater eines Tages, dass ich diesen verrückten jungen König aus Wegesruh heiraten soll. Emmerich.
Ich war natürlich wütend, aber ich habe es irgendwann eingesehen. Naja, eingesehen ist so relativ, weil wenn man jemanden nicht heiraten möchte, sollte man es auch nicht tun. Ich stelle mich mal so hin, dass der gute Basti mir nicht wieder das Bild versaut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Folge ist wahnsinnig lang geworden, deswegen habe ich sie wohl bereits in zwei Teile geteilt oder werde das jetzt quasi noch tun. Aber für euch ist es schon geschehen. Ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns dann, ich denke, nicht direkt in der Wüste wieder, sondern ich soll ja irgendwo eine Fähre nehmen oder sowas, hat sie gesagt. Also ein Boot nehmen. Da werde ich dann hinreiten oder wenn ich doch direkt hinreiten soll zur Wüste, dann werden wir uns da wieder sehen. Und dann werden wir uns des Problems dort annehmen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.